Sie haben ja dann auch die Bombenangriffe Ja, erlebt. also ich habe mir auch vor allen Dingen auch den 16. Januar, also bei uns, unser Haus war, hatte vorher schon mal was abgekriegt. Und da war schon mal das Dach weg und Fensterscheiben raus, natürlich Wasser und Strom weg und sowas, und einige Häuser. Das war im September 1944, also vorher hatte Magdeburg ja auch schon allerhand abgekriegt. Aber wir wohnten am heutigen Universitätsplatz, jetzt damals Kaiser-Wilhelm-Platz. Und da hatte ein Haus war schon ganz getroffen, auch die Katharinenkirche, die war an dem Tag schon getroffen, brannte wie so eine Fackel, das konnten wir vom Fenster aus sehen, wir konnten so den breiten Weg raufgucken. Und unser Haus, auf unserer Seite war das Dach schon abgedeckt und Fensterscheiben raus und sowas alles. Und also einiges war da schon getroffen. Und der 16. Januar, das fing ja abends an. Der Alarm kam ja viel zu spät. Die haben das ja viel zu spät gemerkt, dass die auf Magdeburg zuflogen. Und ne, wir kamen gerade noch in den Keller, wir waren noch gar nicht ganz unten. Da knallte schon die erste, wahrscheinlich so ein Kanister von diesen Weihnachtsbäumen darunter. Und dann ging das ja so richtig los. Und unser Haus wurde ziemlich bald von einer Sprengbombe wohl auch getroffen. Denn auf einmal konnten wir richtig auf die Straße gucken, war ein Loch in der Wand vom Luftschutzkeller zur Straße. Und die Bäume müssen da umgefallen sein. Die Stützdinger, komischerweise, hat die keiner abgekriegt. Ja, wir krochen dann raus in den Kellergang. Und da brannte es natürlich. Da sahen wir, dass das gegenüberliegende Haus, das war eine Drogerie, dass das schon von oben bis unten brannte. Ja, unser Haus natürlich dann auch. Wir sind dann noch, ich war noch mal oben auf der Treppe. In unserer Wohnung, die brannte schon lichterloh. Und durch eine Sprengbombe war da alles schon kurz und klein. Schon Zwischenwände weg und Schränke zerklagen. Und auch da lag alles schon wie Kraut und Rüben. Wir kamen gar nicht mehr weiter rein. Die Treppe war schon schiefe Ebene von Geröll. Da haben wir gesagt, bloß raus hier. Und mein einer Bruder, der mit der Tuberkulose, der war ja zu Hause, der wartete mal wieder, dass er in eine Heilstätte konnte. Und der war auch zu Hause dadurch. Meine Mutter, mein Vater war ja schon verstorben und die anderen waren ja gar nicht mehr da. Und da haben wir dann noch uns nasse Sachen ausgeholt. Also wir hatten gerade Wäsche eingeweicht im Waschhaus. Also unser Keller, die lagen an dem Gang, ja, war die sogenannte Schleuse. Waren das alles diese eisernen Luftschutztüren? Die waren fest verriegelt, die waren alle aufgesprungen. Das ganze Haus muss sich da einmal so kurz angehoben haben. Ja, und dann haben wir gemacht, dass wir rauskamen. Also, aber nur, wir hatten alle Luftschutzhelme, wir hatten auch diese Volksgasmasken, Gott sei Dank. Dann nur mit Brille und Taschentuch, das reichte nicht zum Atmen, so ein Qualm. Da haben wir dann die Gasmasken aufgesetzt und wir hatten noch ein nasses Lodenkleb und nasse Bettlaken, sonst wären wir selber mit angebrannt. Da war so ein Funkenflug. Und wir haben dann ewig, wir kamen nicht weg, in die Stadt rein, wäre ja am Wahnsinn gewesen, raus ging auch nicht, da lagen überall brennende Balken. Wir wussten gar nicht, ja, kommen wir da überhaupt weiter, hat das überhaupt einen Sinn? Sind wir erst auf dem Platz da sitzen geblieben. Der Kaiser-Wilhelm-Platz hatte ja früher so eine Böschung, haben wir da auch andere Hausbesucher. Wir saßen dann alle auf der Böschung und guckten nur zu, wie unser Haus abbrannte. Nicht? Wir konnten ja nichts weiter machen. Bis schließlich ein paar Soldaten kamen. Die kamen von der Elbe her, die heutige Rathenaustraße runter und sagte, gehen Sie mal da lang, da kommen Sie durch. Da haben wir uns dann aufgemacht, sind da lang marschiert, also brannte rechts und links, die Oberleitung der Straßenbahn hing uns vor der Nase rum und man musste fürchterlich aufpassen, weil alles voller Trümmer war. Und auf einmal ging das durch so hoch Wasser, da war irgendwo ein Wasserrohr getroffen, dann ging es weiter bis an der Elbe. Und da wollten wir eigentlich zu Verwandten, die auf dem Werder wohnten, also auf dieser Elbinsel, da sagen wir, dass das Haus auch brennt. Und selbst die Kähne auf der Elbe brannten. Und da sind wir weiter, da fiel mein Bruder noch ein, dass ein Klassenkamerad von ihm in der alten Elbe wohnte in einem Haus. Das war ein Rechtsanwalt, dann sind wir dahin. Und da machte die Frau des Hauses auf, ach, wir haben zwar schon 27 Personen im Haus, aber kommen Sie mal, einen Stuhl haben wir noch. Dann sind wir da rein und da konnten wir es nachts in einem geheizten Zimmer sitzen, unsere nassen Schuhe und Strümpfe trocknen. Und Gott sei Dank hatte ich auch eine kleine Tasche mit Lebensmitteln mitgenommen, denn zu essen konnte die uns ja nicht geben. Die konnte am nächsten Morgen für alle diesen Muckefuck kochen, aber mir auch nicht. Und dann sind wir zurück wieder und haben geguckt, wie sah es denn aus. Und da waren wir glücklich, unser Keller war nicht ausgebrannt. Also was da im Keller war, das hatten wir nur noch. Unser Nachbarkeller war ausgebrannt, unsere anderen Keller nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht lagen da Sachen, brennbare Sachen zu dicht am Fenster. Die Fenster, das war ja alles kaputt. Auch die Splitterschutzsteine, das war alles, durch die Sprengbombe war das weg.
Naja, was soll man nur machen? Dann kam ein Onkel, ein Bruder meiner Mutter, die in der Nähe wohnt, der kam dann schon, um zu gucken, ob wir noch da waren. Die hatten es auch überlebt, die waren ein bisschen beschädigt, das Haus. Da konnten wir dann die ersten Nächte erstmal da bleiben. Bis wir dann wohnen, dann haben die Schwiegereltern meines gefallenen Bruders haben es uns dann aufgenommen. Die wohnten in Buka, da war in deren Haus war nichts passiert. Die hatten uns dann schließlich aufgenommen, dass wir da erstmal bleiben konnten.